Wir machen uns heute mit 59 plus auf die Spuren einer Sportart, die wir fast alle schon einmal gespielt und doch wieder vergessen haben. Tischtennis. Unsere Suche bringt uns schon bald zu Borussia Düsseldorf, einer echten Größe im Tischtennissport. Aber hier spielen nicht nur die Profis. Zweimal in der Woche, und zwar immer montags und donnerstags, treffen sich hier Senioren auf eine Runde Tischtennis. Ja, es lag nahe, wenn man sich um Nachwuchs kümmert, wenn man soziale Projekte initiiert, wenn man sich um Menschen mit Behinderung kümmert, auch was für Senioren zu tun. Die Senioren, ich gehöre auch dazu, sind ja mittlerweile in der Übermacht in der Gesellschaft. Es war die Einzelinitiative eines einzelnen Seniors, der zu uns kam, lass uns das sowas machen. Und daraus ist dann schnell, wir haben das intensiv unterstützt, ist eine Gruppe entstanden aus 10, 15 Senioren, die einmal in der Woche spielten. Heute haben wir über 50 Senioren, die zweimal in der Woche agieren, die auch ja näher und näher an den Verein hereinwachsen. Sind aber keine Vereinsmitglieder, auch das ist wichtig, um eine niedrige Einstiegsschwelle zu haben. Aber es ist nicht nur die Freude an der Bewegung und dem Sport, die die Spieler hierher führt. Es sind eigentlich nur sympathische Leute da und es ist einfach schön, wenn man kommt und wenn man freundschaftliche Beziehungen in den ganzen Jahren entwickelt hat. Das macht Spaß, das sind soziale Kontakte und wenn man nicht aufpasst, wenn man älter wird und nichts dafür tut, dann sitzt man tatsächlich hinterher allein vorm Fernseher und das ist dann doch nicht so mein Wunschtraum von der Rente gewesen. Tischtennis bringt seit jeher die Menschen zusammen, weiß auch Andreas Preuß, ehemaliger deutscher Meister und heutiger Manager bei Borussia Düsseldorf. In dem Verein steckt ja das Wort vereint. Ja, man ist vereint, man macht etwas zusammen. Ja, das widerspricht sich zunächst, weil Tischtennis ist eigentlich ein Einzelsport. Ja, und man macht etwas für sich alleine. Aber ohne ein Team, ohne einen Gegner, ohne einen Partner, ohne Mitspieler im Verein bin ich letztendlich nichts. Die Senioren von Borussia Düsseldorf haben auf recht unterschiedlichen Wegen zum Tischtennis gefunden. Aber sie alle sind sich einig. Die gemeinsame Aktivität und der Austausch miteinander ist ein echter Gewinn. Auch wenn man sich anfangs vielleicht erstmal überwinden muss. Mein Schweinehund ist etwas größer, deswegen sage ich immer Schweinemammut. Mir fehlt es an Motivation. Wenn ich dabei bin, ist alles toll. Hinterher sowieso. Sport, es haben viele gegen Kartoffeln, gegen Diäten, gegen alles Mögliche geschrieben. Aber noch nie jemand hat geschrieben, dass regelmäßiger Sport ungesund ist. Also, und dieses sich aufraffen und alleine was zu tun, das fällt mir unheimlich schwer. Aber in der Gemeinschaft, die Zeit vergeht so schnell. Ich meine, 2 Stunden Tischtennis spielen, das geht so schnell, also so. Aber Motivation ist ein Thema. Bei Menschen, die neu in die Gruppe kommen, ist natürlich am Anfang immer so ein bisschen die Skepsis, so auch ein bisschen, ja, soll ich denn, soll ich nicht, und da sind wir eigentlich alle immer sehr offen, dann gehen wir auf die Leute zu, binden die einfach mal mit ein und ich persönlich teste dann immer mal, wie weit sind die schon, können die was, und wenn nicht, dann helfe ich erstmal anfangen und dann passt das. Und dann geht's weiter. Und es ist eine sehr schöne Gemeinschaft hier. Jeder spielt mit jedem und es wird auch gewechselt und keiner sitzt auf der Bank, der nicht will. Und das ist schön. Wenn da eine Gruppe ist und ich kenne niemanden, dann ist erstmal so ein bisschen Befangenheit. Aber hier ist jemand, den ich nur unter Sigi kenne, der hier alles so ein bisschen managt und macht es einem total leicht. Aber auch alle anderen stellen sich mit Vornamen vor und plötzlich steht man schon an der Platte. Es wird einem sehr einfach gemacht. Und ich glaube, das ist auch der Reiz. Und es ist auch nicht so, dass man immer kommen muss. Auch Heinz Nink hat über die Seniorengruppe von Borussia Düsseldorf zurück zum Tischtennis gefunden. Der ehemalige Spieler der deutschen Nationalmannschaft konnte längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv sein. Doch heute ist er wieder mit der gleichen Begeisterung dabei. Ich habe immer etwas Tischtennis gespielt. Der Sport gibt einem Kraft. Wenn man Freude daran hat, kann man sich an dem Sport erfreuen. Ja? Also Sport betreiben, Tischtennis spielen, kann ich nur empfehlen. Ich spiele seit 1946. Und dann habe ich 1961 nach der Deutschen Meisterschaft aufgehört. Dann habe ich gelesen, 50 Plusers spielen dort. Ja, dann habe ich 50 Plusers jeden Montag 2 Stunden gespielt. Und das ist mir gut bekommen. Man muss was machen. Von nichts kommt nichts. Aber nicht nur Freundschaften finden sich beim Tischtennis. Diese beiden haben sich bei Borussia kennen und dann auch lieben gelernt. Wer küt, der küt, wir spielen 50 plus aus Spaß an der Freude. Ja, und dann bin ich dahin und er war eine Woche vor mir da. Ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Und es war nicht direkt Liebe auf ersten Blick, nein. Es hat sich dann gefunden. So. Ja, er hat sich schon ein bisschen Mühe geben müssen, sagen wir so. Und irgendwann stand da, werde ich nie vergessen, wie ein süßer Pinela vor mir auf dem Parkplatz. Würdest du denn mal mit mir ins Theater gehen? Ich sage, natürlich.
Vielleicht sollten auch Sie Ihr Schweinemammut überwinden und sich auf zur nächsten Tischtennisplatte machen. Und wenn wir Sie noch nicht überzeugen konnten, vielleicht kann es Andreas Preuß. Man sollte mehr Tischtennis spielen, weil Tischtennis sehr kommunikativ ist, sehr sozial, eine Menge Spaß macht, glücklich macht, darüber hinaus gesund ist und letztendlich einfach ein geiler Sport ist. Sie möchten die Senioren von Borussia Düsseldorf kennenlernen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@59plus.de oder schauen auf unserer Website www.59plus.de.